die beste politische Form, die es gibt in dieser Stadt, wo man sich kulturpolitisch äußern will, ist der Dachverband. Mir ist es wichtig, mich und nicht nur mich privat, sondern auch gesellschaftlich im Bezug auf den Verein, in dem ich arbeite, mich politisch zu äußern, kulturpolitisch zu äußern, und das einzige relevante Sprachrohr von Stadt und Land Salzburg ist der Dachverband. Und ja, ich war bis vor 6 Jahren im Vorstand, und es war eine gute, auch lange Zeit, also ich war, glaube ich, 2 Perioden dort, und diese Absenzphase hat mir aber wieder zu dem Punkt gebracht, mehr zu partizipieren in politischen Prozessen, mehr eingebunden zu sein. Die tägliche Arbeit bringt das schon auch in einem Kulturbetrieb, dass man sich politisch und gesellschaftspolitisch äußert oder äußern muss, aber es hat nicht so ein Gewicht und es ist nicht so fassender wie die Möglichkeit beim Dachverband. Sprich, es gibt ein paar Themen, die mir wichtig sind, mir als Person, als politischen Menschen, aber auch als Geschäftsführer von einem Verein. Die kulturpolitische Landschaft, vor allem in der Stadt, entwickelt sich ja irgendwie nicht in der Richtung, wo ich mich wohlfühle. Und da ist es wichtig, mitzureden, aufzuzeigen, was vielleicht unter Umständen auch gut gemeint ist, aber in eine falsche Richtung geht. Ich finde eben die Möglichkeiten der Mitgestaltung, des Mitredens, der Partizipation eines der wichtigsten Dinge in der Welt, beruflich, gesellschaftlich, politisch. Das leben wir im Haus. Und mir ist es eben auf dieser Ebene in Bezug auf Land- und Stadtpolitik halt ein Anliegen. Visionen für den Dachverband, die sehe ich wiedergespiegelt in deren Leitbild oder in deren Zusammenfassung der Vorstellung von Kulturpolitik. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Punkt, an dem man noch mehr arbeiten kann, das noch verschärfen kann. Das ist für mich zum Beispiel Fair Pay oder überhaupt das faire Handeln, der faire Umgang mit Künstlerinnen, der faire Umgang von Politikerinnen mit Kulturtreibenden. Das ist mir schon eines der wichtigsten Dinge. Fairheit, Fairness. Nachdem es ja in der Kulturarbeit keine Kollektivverträge gibt, ist das ja so eine Art anders bezeichneter Kollektivvertrag, ein Fair-Pay-System. Das ist der Beginn. In einem System, das wirtschaftlich geprägt ist, beginnt man auf der Ebene zu kommunizieren, aber es muss tiefer gehen. Also Fairness, die geht weiter, also nicht nur auf der wirtschaftlichen Ebene, sondern eben im Zwischenmenschlichen, in der Akzeptanz, in der Augenhöhe, wo man miteinander kommuniziert. Die Einzigartigkeit des MAG ist, dass es Raum bietet für Menschen, die mitgestalten wollen. Also es gibt keine vergleichbare Kultureinrichtung in der Stadt, die so partizipativ arbeitet. Wir haben eine Infrastruktur, Räume, die von den Leuten, die zu uns kommen, mit Ideen, künstlerischen Konzepten, Produktionen gefüllt werden. In einer Art von Unmittelbarkeit und in einem ganz offenen Sinne. Man kann zu uns kommen und Teil dieses Hauses sein. Es ist kein ausformulierter Raum, es ist ein sich ständig verwandelnder Organismus, der eben von Menschen geprägt wird, die zu uns kommen, die Lust, Interesse, ja, Fähigkeiten im Künstlerischen haben und Produktionen und Veranstaltungen realisieren mit uns gemeinsam. Also wir haben jetzt auch die Corona-Zeit genutzt und uns viele Gedanken über die Bedürfnisse der Menschen gemacht und haben jetzt eine Möglichkeit geschaffen, eine preisgünstige, ganz niederschwellige Möglichkeit für Musikerinnen, ob das jetzt Einzelpersonen oder Gruppen sind. Du bist den ganzen Tag im Tonstudio da und hat ein fertiges, gutes, gut gemastertes Produkt dann in der Hand. Ist, glaube ich, auch voll einzigartig. Also diese Leistbarkeit gekoppelt mit Professionalität.